Am 12.02. wurden zwei weitere Ryzen-Prozessoren released. Mit dem Codenamen Raven Ridge bringt AMD nun endlich wieder CPUs mit integrierter Vega-Grafikeinheit auf den Markt. Was die Ryzen-APUs taugen, welche Leistungsmerkmale sie besitzen und ob sie auch zum Zocken geeignet sind, erfahrt ihr wie gewohnt kompakt zusammengefasst in diesem Video. Viel Spaß! Bislang ist die Auswahl an Raven Ridge CPUs noch recht überschaubar. Um genau zu sein, umfasst das Line-Up gerade einmal zwei Modelle, den Ryzen 3 2200G und den Ryzen 5 2400G. Das G steht jeweils für die integrierte Vega 8 bzw. Vega 11 Grafikeinheit, wo wir auch schon bei der wichtigsten Neuerung wären. Bislang mussten Office- und Multimedia-Systeme, die auf der AM4-Plattform basierten, zwangsläufig auf eine dedizierte Grafikkarte zurückgreifen. Daher konnten die 1000er Ryzen Prozessoren, gerade jetzt wo die Grafikkartenpreise so hoch sind, für solche Systeme kaum empfohlen werden. Das Ganze hat nun dank den neuen Prozessoren ein Ende. Zum Betreiben eines neuen Raven Ridge Prozessors wird lediglich ein AM4 Motherboard mit aktualisiertem UEFI benötigt. AMD empfiehlt derzeit die UEFI Version T20F. Achtet also beim Kauf eines Motherboards bzw. beim Upgraden eines bestehenden Systems auf Kompatibilität mit dem UEFI. Nach den wichtigsten Grundinformationen werfen wir nun einen genaueren Blick auf die beiden einzelnen Prozessoren. Wir starten mit dem Ryzen 3 2200G mit einer UVP von 96 Euro. Dieser weist klare Ähnlichkeiten mit dem Ryzen 1200 auf, und zwar ist er mit 4 Kernen bzw. 4 Threads und einem Boosttakt von 3,7 GHz ausgestattet. Die integrierte Vega 8 Grafikeinheit hat eine maximale Taktrate von 1,1 GHz. Zudem erhöht sich die RAM-Kompatibilität auf 2933 MHz im Single Rank und 2667 MHz im Dual Rank. Das mag sich jetzt nach einer nebensächlichen Verbesserung anhören, ist allerdings von bedeutender Relevanz, denn auch die Vega-Grafik benötigt Zugriff auf den Arbeitsspeicher, weil sie selber über keinen dedizierten VRAM verfügt. Auch der neue Ryzen 5 2400G ähnelt dem 1400er Modell mit 4 Kernen, 8 Threads, einem 3,6 GHz Standard und 3,9 GHz Turbotakt. Bei diesem Modell wurde die unverbindliche Preisempfehlung bei 165 Euro angelegt. Natürlich wurde auch hier der RAM-Support entsprechend angepasst. Nur bei der Grafikeinheit handelt es sich um eine bessere als die im Ryzen 3 2200G, nämlich um RX Vega 11 und dementsprechend einem Takt von 1,25 GHz. By the way, für beide Prozessoren wird eine TDP von recht sparsamen 65 Watt angegeben, wobei das bei maximale Auslastung der CPU und GPU-Komponente zu einem Problem werden kann. Da kann es gut schon mal sein, dass sich die Taktrate senken wird, eben aufgrund des TDP-Budgets. Apropos TDP, kurz nach der Veröffentlichung der Raven Ridge APUs berichtete unter anderem tomshardware.de von Ryzen GE-Modellen. Die sollen wohl nur 35 Watt verbrauchen, allerdings mit entsprechend weniger Taktleistung daherkommen. Das Ganze ist aber keinesfalls in trockenen Tüchern und nicht bestätigt, ich wollte es aber dennoch mal angesprochen haben. Bislang waren das nur reine Zahlen, Daten und Fakten. Viel interessanter dürften hingegen die Praxistests sein, in Form von Anwendungsleistungen und Gaming-Benchmarks. Da ich diese Prozessoren selber nicht besitze, berufe ich mich in diesem Video auf die Benchmark-Ergebnisse von PC Games Hardware. Dort mussten sich beide Prozessoren in 11 verschiedenen Spielen beweisen. Der Duellgegner war zum einen der AMD A12 9800 und der Intel-Konkurrent i3-8100. Aus Fairness läuft dieser natürlich auch nur mit seiner integrierten Intel UHD Graphics 630. Und tatsächlich, in allen 11 getesteten Spielen hat der Ryzen 5 2400G die Nase vorne, gefolgt vom 2200G. In konkreten Zahlen ausgedrückt erreichen die Ryzen Prozessoren in Overwatch durchschnittlich 51 und 46 FPS, in GTA 5 36 und 31 FPS, in The Witcher 3 31 und 27 durchschnittlicher FPS und in Dirt 4 35 und 29 FPS. Das sind jetzt keine richtig guten Werte, wenn man die Details in den einzelnen Games allerdings etwas reduziert, kann man schon noch ein paar FPS hier und da rausholen. Hinsichtlich des doch relativ günstigen Preises kann man über diese Testergebnisse meines Erachtens nach aber nicht meckern. Bei den meisten aktuellen Spielen kann man mit mittleren Einstellungen um die 30 FPS rausholen, regelt man die Einstellungen weiter runter, kann man auch mit
35, 40 und noch mehr FPS rechnen. Alles in allem sind das recht zufriedenstellende Ergebnisse. In der Anwendungsperformance gibt es ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Ryzen 5 2400G und seinem Konkurrenten, dem Intel Core i3 8100. Im Cinebench R15 Test liegt der Ryzen 5 2400G mit 813 Punkten klar vor dem i3, was aber aufgrund der doppelten Threads kein Wunder ist. In Adobe Lightroom und in 7Zip liegt Intel dafür aber vorne. Bevor wir nun zum Ende kommen, komme ich vorerst noch zu meinem Gesamtfazit. Die beiden neuen Raven Ridge APUs 2400G und 2200G sind eine klare Bereicherung für die Ryzen-Familie. Endlich können Office- und Multimedia-User einen PC ohne dedizierte PCI-Grafikkarte verwenden und selbst beim Low-Budget-Gaming sind die neuen Prozessoren durchaus interessant. Für gerade einmal 100 und 170 Euro erzielen beide Prozessoren echt sehenswerte Gaming-Benchmarks und übertrumpfen sogar Intel mit ihrer UHD Graphics 630. Nun interessiert mich auch eure Meinung zu den neuen AMD-APUs. Lasst uns darüber gerne mal in den Kommentaren diskutieren. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.